Morgens, hier ist er wieder, euer Latschmann mit der 283. Folge Let's Show Play Minecraft. Und ja, es hat sich viel getan in letzter Zeit. Ich habe kräftig am Günther von Leuchtturm weitergebaut. Da werden wir aber später nochmal vorbeigucken. Und ich habe endlich das Portal hier bei Neptuns Dank im Nether verlegt. Das ist also jetzt nicht mehr in der Höhle unten, sondern hier schön an der Oberfläche, dass ich also nicht mehr die ganzen Treppen raufrennen muss. Ich habe hier noch einen Abstieg runter in den alten Raum, den kennt er ja wahrscheinlich noch. Also den Abstieg, ne? Und hier unten, erinnert er euch, hier war das alte Portal. Hier ist also ausgeräumt, alles kahl. Na, hier ist also nur noch die Netherwarzenfarm, während das eigentliche Portal, was nach Neptuns Dank führt, das ist schwuppdiwuppdiwupp. Jawohl, da sind wir wieder oben. Na, hier oben an der Oberfläche. Ja, relativ sang- und klanglos in so eine Cobblestone-Hütte eingebaut. Allerdings kann man hier schön rausgucken, ohne getroffen zu werden. Ja, und falls man in die Lava plumpst, ist hier also noch Gelegenheit rauszuklettern. Ja, dass ich mal sehe, ob und wie ich das hier weiter aufbaue. Ja, was haben wir heute vor? Was wollte ich sonst noch zeigen? Ja, ich möchte mal wieder ein bisschen auf Entdeckungstour gehen. Und zwar von Blödes Kaff aus. Ja, da erinnern wir uns ja, haben wir die letzte Entdeckungstour gemacht. Haben einen Dschungel entdeckt und einen großen Ozean. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen weitermachen. Ich glaube mal, ich versuche mal hier einen anderen Weg zum Portal von New Venango. Denn da müssen wir ja erstmal hin, das ist ja so das nächste. Ich könnte auch zum Pilzhaus gehen, aber okay. Ist halt der Vorteil in meiner Welt, wenn man das alles so erschlossen hat. Ja, Günther von Leuchtturm. Da habe ich, wie gesagt, viel an der Festung gebaut. Das ist fast kürzer hier der Weg. Auch wenn mir hier der Gast ein bisschen auf den Geist geht. Jetzt verpisst er sich. Klasse. So, ich werde mal zusehen, dass ich hier... Ach. Ist noch nicht genug? Ups. Oh. Bursche. Okay, sehen wir mal zu, dass wir uns hier verziehen. Wir haben ja schließlich heute noch was vor und ein paar spannende Themen und Neuigkeiten habe ich euch auch noch mitgebracht. Und zwar, ja, die größte, schönste, wichtigste. Ich bin inzwischen auch bei sovi.de als Let's Player eingetragen mit meinen Let's Plays. Da könnt ihr also auch mich über die Seite dort verfolgen. Link findet ihr sowohl auf meiner Kanalseite als auch müsste in der Videobeschreibung mit drin stehen. Hier haben wir noch ein Stück Kuchen stehen lassen. Auch gut. Hüpfen wir dann hier erstmal nach New Venango raus. Ja. Ich habe mich dazu entschieden, bei sovi als, ja, momentan heißt der Status öffentlicher Let's Player zu stehen. Ja. Obwohl sie mich eigentlich auch als Approved Let's Player angenommen hätten und eingestuft hätten. Die Sache ist aber die, als Approved Let's Player oder so wie Approved Let's Player, das ist eigentlich der höherwertige Status, weil meine Playlists automatisch gepflegt werden. So, ich schau mal, dass ich hier noch ein bisschen Eisen einpacke. Haben wir hier ein Minecart, das müssten wir draußen im Dispenser haben. Ach, der steht ja, ups, da haben wir tatsächlich nur Boote drin. Hey, 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 hier haben wir ja mal aufgeräumt. Ja, wie gesagt,
Zack, dann machen wir uns hier mal schnell ein Minecart, damit wir... Aber man könnte auch über den Weg laufen, aber egal. Ja, ihr seht, ich habe schon ein bisschen meine Reiseausrüstung, voller die Waldfee, dabei. Frage ist jetzt natürlich, wie man hier an die Minecart... Achso, Gottes Willen, bin ich verpeilt. Das ist ja schlimm, das ist ja schlimm. So, ich habe doch hier meine Hütte extra als Minecart-Station ausgebaut. Was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Und natürlich habe ich hier oben auch den Dispenser. Meine Fresse, bin ich durcheinander. Ja, also bei sovide.de, wie gesagt, könnte ich auch als Approved Let's Player geführt werden. Das hätte den Vorteil, dass meine Playlisten automatisch übernommen werden. Wenn ich also zum Beispiel ein neues Let's Play anfange, dann eine neue Playlist mache, dann wird die halt automatisch bei sovide.de übernommen und aufgelistet. Das heißt aber auch, dass ich mich bei sovide.de im Prinzip um nichts mehr kümmern müsste. Und genau das will ich eigentlich nicht. Also dieser Status so wie Approved Let's Player, das ist so der Status, den auch Gronkh und Commander Krieger und was weiß ich nicht alles haben bei sovide.de. Ja, da deren Profile, deren Playlists werden ja auch automatisch gepflegt. Die wissen ja wahrscheinlich gar nichts von sovide.de oder davon, dass ihre Let's Plays bei sovide.de geführt werden. Ich habe mich dazu entschieden, als öffentlicher Let's Player, nennen sie diesen Status, bei sovide.de zu sein. Das heißt, ich bin zwar auch im Verzeichnis und wenn ich eine Playlist eintrage mit einem Let's Play, dann wird das auch automatisch ergänzt. Das heißt, die neuen Folgen, dass die hochgeladen werden, da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Und wir lassen hier erstmal den Generator noch ein bisschen arbeiten. Ach ja, die Minecart-Station sieht einfach schön aus da hinten mit dem Sandstein. Ja, fällt auf, aber fügt sich trotzdem harmonisch in das Gelände ein. Das gefällt mir richtig gut. Hier blödes Kaff. Ist ja auch noch eine Baustelle, wo noch einiges zu tun ist. Und ich fürchte, es sind wieder mal die Bewohner hier verschwunden. Ja, wahrscheinlich doch von Monstern gefressen wieder. Sogar hier die Türen einfach offen gelassen. Also, voller Panik sind sie hier in und aus den Häusern herausgerannt. Da müssen wir mal wieder welche spawnen. Aber das sollten wir dann erst machen, nachdem wir hier die Befestigungsanlagen gebaut haben. Ne? Die Kürbishecke hier habe ich ja rundum abgerissen. Das war ja vorher die Ursache dafür, dass so viele Bewohner hier draufgegangen sind. Ja. Ja, und ich möchte von hier aus... Richtung Osten. Ja, da lang geht die Sonne unter. Oder ist es noch früh am Tag? Jedenfalls in die Richtung. Im Prinzip in das Gebiet, das wir bei unserer letzten Erkundungstour erkundet haben. Der große Ozean. Hops. Und der Dschungel, den wir dann da gefunden haben, ne? Die Gegend möchte ich von hier aus wiederfinden und noch ein bisschen eben weiter erkunden. Wie gesagt, der Status bei sovide.de als öffentlicher Let's Player mir eigentlich angenehmer, weil ich eben gerne weiter bei sovide da aktiv sein möchte und weil eben zum Beispiel nicht alle meine Playlists wirklich Let's Plays enthalten, das wisst ihr ja, ne? Ich habe die Toolbox-Reihe, die gute Zeilen, schlechte Zeilen. Das wäre nur so eine Sache, die nicht unbedingt auf sovide.de passt. Hier meine Trackmania-Videos, Trackmania-Regie-Kommentar. Ne? Das ist natürlich eindeutig kein Let's Play. Jetzt ist die Frage, ist das hier schon neue Gegend? Das sieht ja fast so aus. Ich bin hier nämlich ein Stück nördlicher, würde ich fast sagen, von der Ecke, die war zuletzt... gekannt haben. Wir hatten ja hier an dieser Kante diesen komischen, was heißt komischen, dieses natürliche, da müssen wir aufpassen, dass wir da mit dem Boot durchkommen, heile, jawohl. Genau, ich glaube, das war sogar hier dieser Einschnitt.
Nee, es war doch ein anderer, der sich so schön für ein Hafenbecken eignet. Müsste ich eigentlich auch eine Lampe da gelassen haben oder sowas. Und jetzt wird's dunkel. Okay, hier geht so ein Fluss rein. Was haben wir hier? Da war mal eine Höhle geplant. Und okay, es wird Nacht. Eine Riesenhorde Tintenfische. Na egal. Puh. Dieser Status als öffentlicher Let's Player heißt eigentlich, dass ich mich ein bisschen selber um meine Playlisten kümmern muss. Nicht, dass neue Videos in den Playlisten jetzt übernommen werden. Doch, ich glaube, das da war das. Hafenbecken. Quasi. Jawohl, nee, da hinten haben wir eine Kürbislaterne gesetzt. Seht ihr? Da haben wir also. Ah ja, da haben wir die Einfahrt zum Hafenbecken mit Kürbislaternen markiert. Sehr schön. Es ist doch immer wieder sinnvoll, sich solche Markierungen zu setzen, ne, wenn man auf Entdeckungstour ist. Deswegen habe ich ja auch diesmal wieder dabei die Pilzerde, Pilze und Knochenmehl. Ja, und natürlich eine Endertruhe. Ja, damit ich dann auf weiteres Material zugreifen kann. Ja, ich will jetzt also hier einfach in die Richtung grob weiter erkunden. Und zu sehen, dass ich wieder vielleicht Anschluss an den Dschungel finde. Ja, so wie die, wie gesagt, dieser Status Approved Let's Player, eigentlich der prestigeträchtigste und beste Status, den man bei so wie DE haben kann, ist aber eben auch gleichzeitig der Status, den die Leute wie Gronkh, Commander Krieger, Tresh Tasmani, Debitor LP, Yuzhuanji und so weiter haben, die alle nur. Was heißt nur bei so wie DE gelistet sind, ohne dort wirklich aktiv zu sein und wahrscheinlich sogar ohne von der Existenz der Seite zu wissen und davon zu wissen, dass ihre Let's Plays dort gelistet sind. Ja. Das heißt, da werden einfach die, ja, die aktuellen Playlisten synchronisiert, das eben auch mehrfach täglich. Ich habe mich, wie gesagt, dafür entschieden, als öffentlicher Let's Player. Da ja aktiv zu sein, was heißt, dass ich meine Playlist selber pflegen muss. Das heißt, wenn ich ein neues Let's Play mache, muss ich das da einfach eintragen. Und so bin ich halt gezwungen, eben wenigstens ab und zu mal bei sovi.de aktiv zu sein, wobei ich der Seite eigentlich genauso wie Faction One, muss da auch nochmal gesagt werden, ja, so mit meinem Rat und Tat und Ideen auch gerne weiter zur Seite stehe. Während wir hier über diesen riesen Ozean schippern. Ja, ich habe ja, das ist ja schon jetzt 2 Wochen rund her, dieses Video gemacht. Was muss ein gutes Let's Play-Portal bieten? Ne, wo ich mir einfach mal so Ideen, Gedanken gemacht habe und ein bisschen ausgemalt habe, wie so ein Let's Play-Portal aussehen müsste, damit es interessant ist. Ein bisschen. Ja, mir ausgeknobelt habe, wie sowas funktionieren können sollte, müsste. Und da haben wir schon ein gegenüberliegendes Ufer. Sehr schön. Was ja jetzt natürlich sehr schnell mit den Booten unterwegs. Und hier haben wir einen Übergang von Wüste zu normalem Gelände. Dann schauen wir mal. Der Dschungel, der müsste eigentlich jetzt in die Richtung hier weiter sein. Wüste wäre natürlich schön. Dann haben wir nämlich wieder mal die Chance, einen Tempel zu entdecken. Ja. Und ich würde auch mal glatt sagen, wir hüpfen hier an Land und schauen uns dann mal um. Ich würde allerdings fast lieber noch ein bisschen warten, bis die Nacht vorbei ist. So einfach aus Prinzip und alter Gewohnheit, ja. Dass man nachts doch am besten mit dem Boot unterwegs ist. Ja, siehst du, deswegen zum Beispiel. Ihr schießt mich nicht aus meinem Boot raus hier. Nee. Okay. Wieso macht er das nicht? Egal, dann sehen wir halt zu, dass wir hier mal den Außenborder anschmeißen und ein bisschen Gas geben. Ja, das Video, wie sollte ein gutes Let's Play-Portal aussehen? Kam sehr gut an, muss ich sagen, von den Aufrufzahlen. Es haben sich auch zwei, ja, große, bekannte Kanäle bereit erklärt, das Video bei sich auf Facebook
oder über ihre Facebook-Konten weiter zu verbreiten. Da geht ein ganz dickes Danke. Die Ecke kenne ich doch hier, bin ich der Meinung. Da geht ein ganz dickes Danke erstmal an Commentorio.de, den Geoffrey, der ja schon lange sehr aktiv ist, was Förderung, Entwicklung von YouTube-Kanälen angeht, da Tipps gibt, Tutorials, wie man was machen kann. Sehr empfehlenswerter Kanal. Ich habe ihn nur nicht in meiner Empfehlungsliste, weil da kein Platz mehr ist. Das ist ja mit dem neuen Design, ist man da, glaube ich, auf 5 oder 6 Einträge beschränkt. Das ist natürlich nicht so schön. Der andere ist Amras LP. Tatsächlich, ja, einer der ganz, ganz großen, die auch auf gronk.de im Portal geführt werden. Bei dem habe ich irgendwie mit meiner PN offene Türen eingerannt, weil er sich halt selber mit dem Thema schon beschäftigt hat, sich da Gedanken gemacht hat. Und ich möchte das Thema natürlich weiterverfolgen. Mir da also weiter meine Gedanken dazu machen. Was mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, irritiert hat, war, dass viele Leute der Meinung sind, ich würde jetzt selber so ein Projekt hochziehen. Weit gefehlt. Ja, ich habe mir einfach nur meine Gedanken, meine Ideen dazu gemacht und gesammelt und die mal so vorgestellt und habe dann eben gleich auch Kontakt bekommen zu den Machern von Sovi.de und von Faction One, weil ich über die Seiten ja auch gesprochen habe. Oh, da oben die Höhle. Die kleine, die sieht ja auch erstmal nett aus. Da können wir vielleicht mal gucken. Ja, Nacht ist ja bald vorbei. Oh, das sind sogar 2. Schauen wir mal rein, was sich uns dort bietet. Und ich höre schon wieder das nächste Skelett hier ankommen. So. Dann haben wir auch nochmal Knochen und Pfeile. Ja, wie gesagt, ich war ein bisschen verwirrt darüber, dass die Leute gleich denken, dass ich da selber so ein Projekt starte. Das, wie gesagt, ganz und gar nicht meine Idee. Ich habe wirklich nur einfach meine Gedanken da zusammengesammelt und Ideen und Vorstellungen da skizziert. Ja, so als Anregung. Ach, das wäre ein nettes Plätzchen hier. Ja. Könnte man sich eine schöne kleine Butze hier einrichten. Hat man einen schönen Blick auf den Dschungel, schönen Blick auf den Ozean. Hoppala. Und Minecraft ist hier ganz kräftig am Rechnen. Hoffen wir mal, dass er die Chunks da noch nachgeneriert. Das ist ja der Dschungel, den wir auf unserer Tour damals erkundet haben. Da sollte also nichts mehr sein. Deswegen werden wir also hier mal so ein bisschen landeinwärts uns mal weiter umgucken. Mal sehen, dass wir hier schön auf den Berg raufkommen und das hoffentlich auch pünktlich zum Sonnenaufgang schaffen. Das wäre doch wieder mal ein Sinn für Timing. Oh, da hinten färbt sich schon der Horizont rot. Und dann schauen wir mal, was wir da sehen. Ja, ich möchte das Thema Let's Play Portal. Wow. Ist das eine Landschaft hier? möchte das Thema Let's Play Portal eigentlich weiterverfolgen, mir da so weiter meine Gedanken dazu machen. Let's Play Portal, Let's Play Community, wie auch immer. Und eben auch ein bisschen darüber berichten, was sich so bei Faction One und bei Sovi.de tut, wie sich die Seiten weiterentwickeln. Denn bei Sovi.de hat sich, wie gesagt, in letzter Zeit einiges getan und ich sollte vielleicht mal einen Happen essen. So. Der Haken ist aber, dass halt auf meinem Let's Play-Kanal, also auf diesem Kanal, diese Videos doch relativ schnell untergehen, weil ja täglich neue Videos kommen. Ja. Und da ich sowieso auch noch andere Videos machen möchte als Let's Plays, eben mal so einfach über Themen sprechen möchte, ausführliche Videoantworten machen möchte auf Videos, die mich beschäftigen, wo über Themen gesprochen wird, die mich beschäftigen. Komm, Creeper, mach einen Abgang. Ja, so ist brav. Und? Eggshot. Haha!
Ja, ruhig, Mädels. Ist ja jetzt alles vorbei. Das Skelett hier kriegen wir auch gleich. Jawohl. Ne? Schön brav hier. Und ja, deswegen, der eine oder andere hat es vielleicht schon mitgekriegt, so die Leute, die vielleicht öfter mal auf meine Kanalseite gucken, habe ich einen Zweitkanal mir zugelegt. Dutchmans Welt heißt er. Und ja, da werde ich dann eben solche Videos hochladen, die eben länger stehen bleiben sollen. Da wird es also nicht täglich neue Videos geben, sondern vielleicht so alle 10, 14 Tage, vielleicht sogar nur einmal im Monat. Aber dann eben solche Videos, wo ich einfach über Themen spreche, die mich beschäftigen, Videos, die mich beschäftigen, zu denen ich ja mich irgendwie äußern möchte, was erzählen möchte oder auch selber eigene Ideen, Themen besprechen, die mich beschäftigen. Ja. Und ja, vielleicht auch dort einfach noch zusätzlich die Trailer für meine Let's Plays hochladen. Eben weil dort die Videos dann eben einfach länger stehen bleiben, weil nicht gleich neue Videos dann am nächsten Tag hinterherkommen. No. Aber dieser Kanal hier, der wird natürlich ja, so weitergeführt, wie ihr es kennt. No. Da wird es weiterhin das Let's Showplay Minecraft geben mit 3 bis 4 Folgen die Woche in bekannter und beliebter Überlänge. Ja, da wird es weiterhin geben, die guten Zeilen, schlechten Zeilen. Da wird es weiterhin geben, das Let's Play Herrscher der Meere. Da habe ich übrigens ganz kräftig Folgen aufgenommen, vorgearbeitet, bis Folge 80 inzwischen. Die liegen hier fertig gerendert auf der Platte. Ja, das Let's Play Diablo wird natürlich auch weitergehen und es wird noch ein drittes Let's Play geben. Da habe ich also auch schon die ersten Aufnahmen gemacht. Da ist auch schon ein Trailer fertiggestellt. Das ist wahrscheinlich ein Lightbug. Aber es sind ja auch mal imposante Berge. Eine schöne Kombination hier zwischen diesen, ja, ich würde es mal so Hochebenen nennen. Und da hinten scheint man einen schönen Wasserfall zu haben. Den schauen wir uns mal näher an. Ja, ups, wo war jetzt der rote Faden? Ich habe hier nur eine gelbe Blume, aber keinen roten Faden. Stichwort Zweitkanal. Ja, und auf diesem Kanal Let's Play Diablo. Ja, und ein drittes Let's Play. Eine Deutschland-Premiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mal nachgeguckt. Es gibt zu diesem Spiel noch kein deutsches oder deutschsprachiges Let's Play. Ich habe ein oder zwei englische oder amerikanische Walkthroughs gefunden. Beziehungsweise einen sogar kommentiert. Also auch eigentlich ein Let's Play. Aber kein deutsches Let's Play. Also ihr seht, ich mache mal wieder einzigartige Sachen und alles anders als alle anderen. Ja. Freut euch schon mal drauf. Ich denke mal, den Trailer, wenn er kommen wird, dann an einem Wochenende. Ich weiß allerdings noch nicht, ob es das nächste Wochenende sein wird oder erst das übernächste. Ja, aber da seid einfach mal gespannt und freut euch drauf. Ist auch wieder ein älteres Spiel, aber wie gesagt, ein Spiel, was kaum einer kennen dürfte und was bisher, ich habe es extra nachgeforscht auf YouTube, was bisher oder zu dem es bisher kein deutschsprachiges Let's Play gibt. Ja. Wieder mal was ganz Besonderes von eurem Dutchman. Ja, was haben wir noch auf der Liste? Auch schauen wir hier erstmal weiter ein bisschen uns die Landschaft an. Bin ja eigentlich auf der Suche nach einer schönen Wüste oder einem Dschungel, weil ich ja doch gerne mal mit euch entweder so einen Wüstentempel oder einen Dschungeltempel finden möchte. Oh, und das sind ja jetzt hier, oh, Entschuldigung, Fliegevieh hier unterwegs. Das sind ja doch jetzt hier neue Chunks, die hier generiert werden. Hula, und da haben wir schon eine Höhle. Einen Höhleneingang zumindest. Schauen wir mal ein bisschen rein. Nicht allzu tief, aber mal so ein Stückchen hier. Ne? Nur mal um zu gucken, ob es eine Sackgasse ist oder. Aber
Okay, da scheint sich ja doch einiges zu erstrecken. Hier haben wir wieder gleich Kohle, Eisen. Wow, große Höhle. Große Höhle, große. Ja, Länge, Länge. Gang, Gang, Gang. Vielleicht führt hier einer wieder an die Oberfläche. Oh, das wäre hier recht vielversprechend. Jawohl, da scheinen wir einen zweiten Ausgang zu haben. Ach, okay, das ist eine Kuh. Okay, und hier sind wir wieder an der Oberfläche. Oh, und da geht es auch schon mal weiter. Und nochmal richtig runter. Nicht darunter hüpfen, Mädel. Tu es nicht. Das Leben ist so schön. Ach, okay. Der Baum ist hier natürlich auch so richtig angesagt. So, ich sehe mal zu, dass ich hier heile rumkomme und ein freies Plätzchen finde. Ich muss das hier mal durch das Laub durchgraben. So, das war. Genau, dass wir hier einfach mal unsere erste Markierung setzen. Na, denn die Stelle ist ja doch interessant. Denke ich mir also Myzel hin, Pilz drauf. Und mit Knochenmehl. Pling! Da haben wir, ne? Den. So sollte man die Stelle auf der Übersichtskarte wiederfinden und auch so eigentlich von recht weitem wiederfinden. Da geht's ja nochmal rein. Ja, das ja. Okay. Okay, aber das ist hier. Nee, das ist doch nicht hier einfach nur so ein kleiner Schacht, so wie das aussieht. Stöbern wir mal kurz weiter. Okay, das erweitert sich hier. Na, Jungs. Zack. Und Eggshot. Peng. Haha. Okay, der Pfeil ging ins Knie. Aber gut, der ist dann nicht mehr nötig. Söderle. Ah, hier haben wir auch schön Gravel, den man später dann mal abbauen kann, falls wir Wege bauen müssen noch. Das heißt, wir werden mit Sicherheit noch Wege bauen. Aber hier haben wir dann schon mal eine Sackgasse. Ja, ich baue jetzt hier die Sachen nicht extra ab. Da haben wir ja noch genug andere Höhlen. Und hier haben wir. Hier verzweigt sich das wieder mal. Das scheint dann auch was Größeres zu werden. So wie das hier aussieht. Oh, so ein Fliegenvieh hier. So. Ah ja, insgesamt doch vielversprechend, möchte ich sagen. Die Höhle hier, also den Pilz haben wir uns hier als Markierung schon richtig hingesetzt. Unter Umständen wieder ein Kandidat für Dutchman's Next Top Höhle. Aber okay, ich nehme mal an, das ist Sonnenuntergang. Dann sollten wir in die Richtung hier uns weiter auf den Weg machen. Beziehungsweise. Oh, Lavasee und Hunde. Und hier ist wieder Küste. Okay. Der ist ja auch schön eingebaut. Was haben wir hier? Tja. Da muss man aufpassen. Aber der Lava ist ja auch nochmal ein gutes Orientierungsmerkmal. Ja, kann man sich schön merken. Oh, und hier haben wir einen Fluss. Und richtig hohe Berge. Und da möchte man doch einfach mal. Zack, 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 zack. Möglichst weit nach oben. Schwuppdiwupp. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Na. Ach ja, guck mal, wie sich der hier schön langschlängelt, entlang meandert. Ah, hier dieser Fluss.
wird so langsam dunkel. Da hinten haben wir ein paar fliegende Steine. Okay. Aber der ist natürlich auch hübsch hier. Ja, könnte man auch schön vielleicht was bauen. So eine Siedlung, die sich hier diesen Fluss entlang zieht. Beziehungsweise hier auf dieser Halbinsel sich erstreckt, obwohl es gut ist, ein bisschen klein, wären dann alles hier kleine Hütten, aber egal. Und ich will mal da oben rauf auf den Gipfel. Ich sehe, da hinten ist auch nochmal eine Höhle und pipapo und so weiter und so fort. Aber zack, 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 zack. Aha, da hinten auch ein schöner Durchbruch. Ja, gerade so in den Sonnenuntergang hinein, den schauen wir uns. Da schauen wir erstmal nochmal ein bisschen näher hin. Zack, nehmen wir mal ein Happenarmbrot zu uns. Schwubbliwuppdiwupp. Achso, nee, sah doch nur so aus, als ob. Oh. Okay, dann machen wir uns auf den Weg auf den Berggipfel dort oben. Dass wir da nochmal einen schönen Überblick genießen können. Und ich würde dann gleich nochmal ein kurzes Päuschen einlegen. Ihr kennt das ja von mir. Und dann für die zweite Hälfte habe ich auch noch Themen vorbereitet, über die ich gerne sprechen möchte. Da geht es noch ein bisschen um Let's Plays allgemein. Ja, schauen wir mal ein bisschen. Das ist nämlich bei SuWiDe im Forum ein interessantes Thema angestoßen worden. Auch die Landschaft hier sieht recht interessant aus. Mal sehen, wie er das hier weiter aufbaut. Vielleicht finden wir ja eine schöne Wüste. Das war einen schönen Tunnel, Tempel finden. Das wäre doch mal was Schönes. Ansonsten erinnert das eigentlich fast eher an ja so die üblichen oder die Alpha- und Beta-Landschaften. Jetzt okay, abgesehen hier von den Flüssen, aber so ein paar hohe Berge und ansonsten Grasland, Tundra teilweise. Oh. Okay. So, ich stelle mich einfach mal hier oben erstmal hin. Zack, setze mir ein paar Fackeln, damit mir hier so schnell nichts passiert. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Söderle, da bin ich wieder. Gutes halbes Stündchen haben wir ja schon. Und ich bin hier immer noch auf der Suche nach einer schönen Wüste, obwohl diese Landschaft hier ja doch eigentlich auch sehr schön ist. Da kann man auch bestimmt eine Menge machen. Sie wirkt ehrlich gesagt ein bisschen altbacken, möchte ich fast sagen. Ne? Erinnert mich eben an die Landschaften in der Alpha und Beta. Und ich sollte mal zusehen, dass ich vielleicht doch in die richtige Richtung weiter marschiere. Wo ist denn jetzt der Mond? Weil den Monduntergang möchte ich im Rücken behalten. Hallo, kein Mond da. Ja, ist das denn die Possibility? Oh, da unten haben wir Enderman. Männchen mal. Also selbst in so einer kurzen Pause vergesse ich dann gerne, woher ich kam. Obwohl diese Schlucht, die haben wir gerade entdeckt, müsste so ungefähr dann in die Richtung da weitergehen. Obwohl, da war ja der Fluss mit dem Bogen. Ich hätte gerne einen Sonnenaufgang. Deswegen baue ich mir hier einfach mal ein Bettchen hin und leg mich schlafen. So. Zack. So, da haben wir es auch wieder morgens. Und jetzt sollte ich sehen, wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Jawohl, die möchte ich im Rücken behalten. Das heißt, es geht in die Richtung weiter. Schauen wir auf den Kompass. Das ist ehrlich gesagt ja ein bisschen peinlich. Okay, also in die Richtung geht es dann zurück zum Spawn. Das wäre dann nochmal so ein Bogen, den man da schlägt. Das ist nicht verkehrt, diese Richtung. Nicht verkehrt. Deswegen werden wir die auch einschlagen. Ja,
Interessantes Thema bei Ups, Autsch, sowie.de im Forum ist angestoßen worden, ja, eine Diskussion von Moti Games, nennt sich, ja, das Forummitglied und wahrscheinlich auch sein Kanal. Und zwar hat er das Thema Veränderung der Let's Plays angesprochen. Er hat ja festgestellt, bemerkt, und ich kann das eigentlich nachvollziehen und selber auch bestätigen, dass also zunehmend blind Let's Played wird und dann eben auch möglichst 100%, was sich ja eigentlich ein bisschen widerspricht. Ja, wenn ich ein Spiel blind Let's Playe, kann ich natürlich nicht alle Geheimnisse und Easter Eggs und Tricks und Schauplätze und Pipapo kennen. Ups. Da braucht er wieder mit dem Aufbau, so wie das aussieht. Ne. Ach, Kiste, das macht doch keinen Spaß. Das ist doch nicht mehr schön. Ja. Jetzt muss ich mich hier durchtasten, oder was? Chunk für Chunk. Da hinten sieht es nach Flachland und Wüste aus. Schauen wir mal, was wir hier so sehen. Wenn wir denn schon was sehen. Da noch einiges Interessantes an Höhlen. Und der eine oder andere wird mir sicherlich... Oh, da unten haben wir ja was richtig Großes. Würde mir sicherlich sagen, oh, da und da war ein Spawner oder ein Dungeon. Oh. Zack, nehmen wir einfach mal das Bötchen. Für die Strecke, dass wir hier besser vorankommen. ja, wie gesagt, interessantes Thema angestoßen. Ich kann das also, ja, bestätigen. Aus meinen Beobachtungen, was ich so wahrnehme, dass er so zunehmend eben blind und auf 100% Let's Played wird. Was sich, wie gesagt, ja eigentlich widerspricht. Und Schneebiom möchte ich jetzt ehrlich gesagt aber nicht erkunden. Und da ja häufig Schneebiome an Wüstenbiome grenzen, suchen wir doch einfach mal in diese Richtung weiter. Weil sich das ja eigentlich ausschließt, ne? Ein Spiel blind zu Let's Playen, aber dann auf 100% schließt sich eigentlich aus, weil man eben das Spiel nicht kennt, kann man es eigentlich nicht oder nur sehr schwer zu 100% schaffen, ne? Man muss dann unter Umständen häufig wieder zurücklaufen, um dann noch ein Geheimnis oder einen Schauplatz zu entdecken. Und das zieht dann das Let's Play ja auch unnötig in die Länge. Und ja, ich finde den Unterhaltungswert auch nicht mehr dann so hoch. Und ich habe auch, genau wie Moti Games, den Eindruck, oh, da haben wir Dschungel. Dann schauen wir da mal weiter. Dass es zunehmend so ist, auch gerade bei den großen Let's Playern. Momentchen mal, das sieht ja so aus, als ob ich da Fackeln gesetzt habe. Die Ecke müssen wir uns dann doch mal näher angucken. Gerade bei den großen Let's Playern, die kriegen also ein neues Spiel. Meistens natürlich ein Blockbuster oder AAA, wie man sie neuerdings ja gerne nennt. Und Let's Playen den dann, auch wenn es nicht unbedingt ihr Genre ist. Hier haben wir also tatsächlich schon mal. Das scheint also der Dschungel zu sein, den wir auf der ersten Tour erkundet haben. Okay. Dann machen wir uns doch einfach mal von hier aus noch mal weiter auf den Weg. Beziehungsweise. Doch, noch mal weiter auf den Weg. Komm schon, Bötchen. Komm. Ja. Jawohl. Ja, das also wie gesagt, häufig Spiele Let's Played werden, die einfach neu sind. Gerade die, ja ich sag mal, professionellen Let's Player.
Also die größeren Kanäle, die ja fast alle YouTube-Partner sind, teilweise eben auch die Games zur Verfügung gestellt bekommen, ne, teilweise eben auch, aha, jawohl, hier haben wir den Sumpf, teilweise eben auch vor Veröffentlichung sogar die Spiele kriegen, damit sie sie eben let's playen. Ja, das ist ein Trend, den ich ja eher auch mit Zweifel sehe oder ein bisschen zwiegespalten sehe, denn ich glaube nicht, dass dabei dann unbedingt gute Let's Plays rauskommen und eben der Let's Player ja auch häufig eben sein Genre, das ihm liegt, verlässt. Ne? Was weiß ich, stellt euch einfach mal vor, Gronkh würde jetzt ein Rennspiel. Das neue Need for Speed, wie immer es auch heißen mag, Let's Playen und no. Ich habe aber auch das Gefühl, dass diese Entwicklung nicht nur jetzt von der Spieleindustrie, also von den Publishern, ja, gefördert wird, sondern eben auch ja, ganz stark von den Zuschauern. Einerseits ja, erwarten sie natürlich von ihrem Stamm-Let's Player, dass er die neuen großen Spiele Let's Playt. Ja, und wenn er schon mal was hat, was er als Vorabversion kriegt, na, dass er sich dann auch die Gelegenheit nicht entgehen lässt, auch wenn es vielleicht gar nicht sein Genre ist oder sein Typ von Spiel. Und andererseits eben, dass da natürlich auch die Let's Player, ja, wie soll man sagen, sich den Publishern verpflichtet fühlen, weil die natürlich auch ein gutes Verhältnis zu denen bewahren wollen, um weiterhin Rezensionsexemplare oder vielleicht sogar Vorabversionen zu bekommen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich sehe das ein bisschen zweifelhaft, aber es ist eben nicht nur von den Let's Playern und eben den Publishern gefordert, sondern ich denke und fürchte, es wird eben auch ganz massiv von den Zuschauern gefordert. Beziehungsweise, wenn ein Let's Player dann eben mal aus seinem Genre rausgeht und ein Spiel spielt, was ihm einfach nicht liegt. Ja, das merkt man ja auch, wenn man ein bisschen wach ist als Zuschauer, dass eben dann nicht die Kritik von den Zuschauern kommt, sondern dass das Let's Play genauso gnadenlos abgefeiert wird wie alles andere, was er da absondert. Habe ich manchmal den Eindruck, dass also die Zuschauer, also gerade die große Masse der Zuschauer, relativ kritiklos ihren Let's Playern folgt. Ja, ohne dass die Leute jetzt direkt Fanboys sein müssen. Das ist natürlich nochmal die Steigerung oder das Extrem. Ja, dass jemand also bedingungslos alles gutheißt und toll findet, was sein angebeteter Star-Let's Player macht und das also alles kritiklos hinnimmt und sogar jede berechtigte Kritik an seinem Idol ja, irgendwie versucht wegzubürsten und niederzumachen und nicht ernst nimmt und so weiter. Ja. Also da muss man ehrlich gesagt auch ein bisschen die Zuschauer in die Pflicht nehmen, dass die eben dann auch wirklich konstruktive Kritik an ihren Let's Playern üben. Und da haben wir doch endlich unsere Wüste. Ja, vielleicht finden wir doch noch einen Tempel. Dass die da eben wirklich Kritik an ihren Let's Playern üben und sagen, du hör mal, das Spiel ist nicht dein Genre, da spielst du nicht deine Stärken aus, da kannst du die Atmosphäre nicht vermitteln, da hast du vielleicht auch nicht die notwendigen Skills. Oder es ist eben einfach nicht dein Typ von Spiel. Ja. Und dieses Let's Play ist schlechter als deine anderen. Ja. So eine Kritik muss dann ehrlich gesagt auch von den Zuschauern kommen, kommt aber eben leider, wie gesagt, nicht. Ja. Und er hat es auch ganz recht erwähnt, selbst wenn man solche Kritik anbringt, fundiert, konstruktiv, begründet,
Ja, muss man immer auf der Hut sein, eben vor diesen Fanboys, die einen dann überfallen und in Grund und Boden niedermachen. Ja, und ja, vielleicht wird gerade deswegen diese Kritik auch gar nicht erst geübt, obwohl sie, wie gesagt, meiner Meinung nach notwendig ist. Ja, aber ich denke mal, das ist wieder so ein, ja, typisch YouTube-Ding. Ne? Und aber das ist ja auch generell so bei YouTube, dass ihr das angeboten bekommt und das gezeigt bekommt und dass die Leute das machen, was die Zuschauer wollen. Oder scheinbar wollen oder glauben zu wollen. Ja, von daher, also wenn man immer sich über das beschwert, was man auf YouTube sieht, muss man immer im Hinterkopf behalten, oder das, was auf YouTube populär wird, sage ich mal, muss man immer im Hinterkopf behalten, die View-Zahlen kommen ja nicht irgendwo her, sondern sind ja wirklich Leute, die sich diese Videos dann angucken und liken und pipapo. Ja. Der beste Stoff übrigens, und das Thema liegt mir schon eine ganze Weile auf der Zunge. Der beste Stoff, die besten Sachen, die besten Videos und Projekte, auch gerade aus dem Gaming-Bereich, die gibt's gar nicht auf YouTube. Ja, man denkt zwar immer, ja, auf YouTube gibt's alles. Nee, die besten Sachen, die besten Videos aus dem Games-Bereich, die gibt es eben nicht auf YouTube. Ja, sondern die sind schön versteckt in irgendwelchen Foren oder Communities. Ja, und das sind halt echte Geheimtipps. Jetzt bin ich hier schon wieder aus der Wüste raus. Okay, schauen wir mal weiter. Ja, und ja, das sind auch Sachen, die auf YouTube so gut wie sie sind, ja, sind dann nämlich richtig guter Stoff, wo auch richtig viel Arbeit drin steckt und wo teilweise dann Teams von 20, 30 Leuten sich da zusammenfinden zu so Fanprojekten wie zum Beispiel zu World of Warcraft oder eben Trackmania oder anderen Sachen, die auf YouTube auch gar nicht erfolgreich sein würden. Ja, also die besten Sachen die besten Videos in Sachen Gaming, die werdet ihr nicht auf YouTube finden. Ja, das ist auch so eine Sache. Das weiß man natürlich nicht, wenn man nicht schon mal so eine Perle irgendwo entdeckt hat. Und das ist meistens erst der Fall, wenn man entweder wirklich intensiv in einer Community aktiv ist. Viel läuft da eben über Foren. Ja, wo man eben dann auch täglich vorbeigucken und lesen und mitdiskutieren muss und so eine Sachen. Vielleicht sogar selber mitarbeiten muss. Ich kenne es eben aus der Zeit 2006, 2007, 2008 aus der Trackmania Community. Da sind so geile Videos dabei. Aus dieser Zeit auch entstanden. Die stecken alles in die Tasche, was heute zu dem Thema gemacht wurde. Da sind richtig geile Story-Videos dabei. Richtig hochwertig gearbeitet mit Effekten und allem drum und dran. Mit Tricks und so weiter. Ja. Ja, halt mit Produktionsarbeiten, die sich dann über Monate auch hinziehen, natürlich bei solchen Sachen. Ja. Aber richtig guter Stoff, richtig geile Videos. Aber die es, wie gesagt, eben nicht auf YouTube gibt und für die YouTube auch ehrlich gesagt der falsche Platz wäre. Ja. Das aber nochmal angemerkt. Gehe ich vielleicht auch nochmal später in weiteren Folgen drauf ein. Ja, Stichwort Veränderung, Let's Plays. Ja, Multigames Thema im SoWDE-Forum. Ja, zunehmend halt der Trend, dass eben ein Let's Player ein neues Spiel bekommt und das eben auch gleich Let's Playt. Egal, ob es nun sein Genre ist oder nicht. Ob es ihm liegt oder nicht, und dann eben möglichst blind und 100% und so eine Sachen. Und darüber oder darunter
leidet eben halt auch, denke ich mal, die Atmosphäre, die im Let's Play, also weniger die Atmosphäre des Spiels, aber vielmehr die Vermittlung der Spielatmosphäre durch das Let's Play. Die leidet darunter sehr stark. Schönes Beispiel ist da für mich das Let's Play von L.A. Noire von Sarazar, was ich ehrlich gesagt sehr mag, wo er einfach viel von der Atmosphäre, von der Stimmung, von den Charakteren vermittelt, zusätzlich eben noch zu dem, was das Spiel macht. Und also wirklich in die Zeit und in die Stimmung eintaucht. Man mag jetzt von seinem Kommentarstil halten, was man will, mehr oder weniger angetan sein, ne? Ich erinnere nur, schreibt es in die Kommentare. Aber das ist halt mit seiner Eigenart. In seinem Let's Play von L.A. Noire, finde ich aber wirklich richtig klasse, wie er die Atmosphäre und die Stimmung des Spiels rüberbringt. Und ja, teilweise sogar noch verstärkt. Ja? Und das fehlt, glaube ich, bei vielen Let's Plays, die so nach der Devise gemacht werden, als Let's Player, hurra, ich habe ein neues Spiel bekommen, das muss ich doch dann mal gleich Let's Playen. Nicht erstmal spielen, sondern gleich Let's Playen. Und hier haben wir wieder so einen Chunkfehler, so eine Wasserkante. Oh. Was ehrlich gesagt eine Entwicklung ist, ups, jawohl, sind wir durch, die ich ja schade finde, natürlich. Und ja, was habe ich mir hier noch notiert? Ja, dass eben Let's Player zunehmend eben das spielen, was sie angeboten bekommen. Wie gesagt, gerade die großen Let's Player, die halt unter Umständen sogar die neuen Titel als Rezensionsexemplare von Publishern zur Verfügung gestellt bekommen. Die da einfach alles Let's Playen, was nicht nied- und nagelfest ist, beziehungsweise einfach das Let's Playen, was sie in die Hände bekommen und wo sie sich Interesse am Spiel erwarten von ihren Zuschauern und was so in den Hintergrund tritt, ist, dass man als Let's Player die Spiele Let's Playt, die einem liegen, die man mag, die vielleicht auch schon etwas älter und oder sogar unbekannter sind. Ja, ich will es jetzt nicht unbedingt auf den, ja, auf das, ich sag mal, Totschlagargument YouTube Money schieben. Ja, obwohl es halt schon in die Richtung, fürchte ich, geht. Dass also viele, gerade die großen Let's Player und die kleineren natürlich dann im Nachhinein, weil natürlich die alles nachmachen, im Prinzip, was die großen Let's Player machen, einfach weil sie hoffen, auf die Art und Weise eben auch Erfolg zu haben oder den Erfolg zu haben, den die großen Let's Player haben. Komm, stirb schon endlich. Oho, hier ist eine Fackel, ich war hier schon mal. Stör mich nicht beim Nachdenken. Du auch nicht. So, ich hab dich zischen gehört. Wo und wann habe ich hier mal diese Fackel gesetzt? Irgendwann war ich schon mal hier. Okay, stöbern wir einfach mal ein bisschen weiter. Ja, und das ist eben eine Entwicklung, die ich sehr schade finde. Der ich mich ehrlich gesagt auch konsequent verweigern werde. Ich habe noch genug Spiele hier auf Vorrat, um sie zu Let's Playen. Damit komme ich also ohne Probleme noch 1,5 Jahre aus. Ja, und alles eben ältere Sachen, unbekannte Sachen, aber Spiele, die mir wirklich am Herzen liegen, die ich richtig gern gespielt habe, die ich richtig gefeiert habe. Ja. So, stirb mal schnell hier. Ich will mal kurz in die Höhle hier reingucken. Okay, das ist nur so ein Teich. So dass er also von mir, ich würde es fast schon bei mir im Prinzip nennen, dass ich keine Blockbuster oder AAA
Titel-Let's Playen werde. Und hier haben wir schon wieder Fackeln, die ich mir gesetzt habe. Momentchen mal, das ist eine... Hier habe ich mir eine Markierung gesetzt für eine Durchfahrt. Da hinten ist auch... Okay, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Und zwar... das ist ja ein schöner Abschluss für die Tour. Am Neubau. Den haben wir auch schon eine Weile nicht mehr besucht. Zack, 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 zack. Dann machen wir uns mal schnell auf den Weg dahin. Und dann mach schon ein Hauptchen hier. So. Da habe ich mir doch die Strecke hier mit Fackeln markiert. Genau, hier ist der Durchgang. Genau, dadurch gehüpft. Jawohl, da sind wir also quasi an der Außenkante der Welt entlang. Von da oben. Von Blödes Kaff runter Richtung. Schwuppdiwupp. Habe ich jetzt den Weg verloren oder was? Manche Schneebiom, Pilz, da oben ist er doch. Entschuldigung, ja, es. Zweite Hälfte. Dieser Folge nähert sich ihrem Ende. Ja, haben wir einen schönen großen Bogen geschlagen. Ja, leider wieder keinen Tempel entdeckt, weder in der Wüste noch in der Dschungel. Aber hier wieder schön nach Hause gefunden, quasi. Auch wenn diese Behausung hier noch nicht so recht ausgebaut und noch nicht so recht angeschlossen ist. Ja. Aber ich weiß dann schon mal, wo ich bin. Der Weg zurück in die Zivilisation ist hier markiert, ein Weg mit Fackeln. Da komme ich dann also Richtung Dutchman's Diner Enklave. Vielleicht nochmal zu euch, für euch zur Orientierung. Ja. Und genau, dieser Neubau, den hatten wir hier mal entdeckt. Genau, hier will ich ja noch ein Glasdach reinziehen und so eine Sachen. Ja, hier haben wir die Haushöhle. Und so, ja. Guti, das soll's soweit für diese Folge gewesen sein. Und ja, wir sehen uns hoffentlich wieder. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfiehlt mich weiter und schaut vielleicht mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Link, wie gesagt, in der Beschreibung und natürlich auch auf meiner Kanalseite. Noch sind dort keine Videos, aber da will ich eben das Thema weiterverfolgen mit Let's Play Portal, so meine Ideen und Gedanken dazu, wie sich so wie Faction One vielleicht weiterentwickeln könnten, was dort Neues passiert, allgemein vielleicht Gedanken, Meinungen zur Entwicklung der Let's Player Szene oder einfach Kommentare zu anderen Videos, die mich zum Nachdenken angeregt haben und das alles aber in größeren Abständen, dass vielleicht so ja, 2, 3, 4 Videos im Monat da kommen. Ja. Bis dahin, adieu mit Ö.